Minus 14 Grad sind es draußen, aber es ist eine mega strahlende Sonne. Ich gehe ein bisschen mit der Drohne fliegen und ja, jetzt muss ich erstmal an den Strand. Saukalt. Schon saukalt. Der Vorteil, wenn man aus den Häusern rauskommt, ist Sonne. Herrliche Sonne. Hat sich die herrliche Sonne erwähnt? Die Sonne ist herrlich. Ich bin jetzt am Sportplatz angekommen. Man sieht hier sogar schon die ein oder andere Schlittenspur, also kaum ist Schnee da, wird sofort genutzt. Das ist ein Traum. Die Drohne funktioniert auch super. Das klappt. Das Einzige, was gerade ausgestiegen ist mitten im Flug, ist das iPhone. Dem war irgendwie zu kalt. Fast wie mir. Gut ist, dass man ja auch ohne iPhone fliegen kann. Sonst hätte ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwie eine neue Drohne besorgen können. Eine Hosentasche wirkt Wunder. Mein iPhone ist wieder aufgetaut. Ich hatte eben zum Fliegen die Handschuhe aus und es ist so kalt. Ich spüre sie langsam wieder, aber Wahnsinn. Aber schaut es euch an. Schaut euch das doch bitte ernsthaft jetzt mal an. Und wenn ihr denkt, das sind ein paar kleine Eiszapfen. Nee. Nicht mehr normal und meine Mimik funktioniert auch nicht mehr so richtig.
Deswegen, wenn ich aussehe, als hätte ich einen Schlaganfall gehabt, könnte das einfach sein, dass Teile von meinem Gesicht eingefroren sind. Ich habe letztens verfehlt. Wir waren joggen und es waren sehr coole Eiszapfen am Gelände an der Joggingstrecke und ich habe kein Foto gemacht. Aber das kann ich jetzt nachholen. Das einzig Krasse ist, ihr werdet es gleich sehen, das sind keine Eiszapfen mehr, das ist jetzt eine Eiswand. Und jetzt werdet ihr sehen, was ich mit Eiswand meine. Und zwar wortwörtlich. Eine Eiswand. Übrigens, da wo das Wasser läuft, haben wir im Sommer mit unseren Liegestühlen gelegen. Keine gute Idee jetzt. Ist ein bisschen schade, dass es so kalt ist, dass meine Drohne leider nicht mehr starten möchte. Die Batterie ist leer, die Batterie ist zu kalt, denn genau da oben im Baum waren eben drei Kardinäle, zwei knallrote und einer, der irgendwie gelb-grün aussah, ganz witzig, und ein Eichhörnchen, was dauernd futtert. Aber es sollte wohl nicht sein. Kalt ist mir auch, ich ziehe wieder Handschuhe an und ja, I call it a day. Wünsche euch was. Kleine Kunde für koffeinhaltige Heißgetränke. Heißgetränk des Tages, Dirty Chai. Mega lecker, besonders von den Freunden von Everybody's Coffee. Dirty Chai ist ein Chai Latte. Schön heiß, schön gewürzig, mit viel geschäumter Milch, und das Dirty an dem Ganzen ist ein Espresso-Shot. Ich kann euch nur sagen, schmeckt köstlich, lässt sich auch super zu Hause nachmachen.